Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Paul von iDoc und wir haben heute das iPhone 7 besorgt. Das werden wir heute auseinandernehmen in einem Teardown. Insbesondere interessiert uns natürlich, wie der Platz der fehlenden Kopfhörerbuchse genutzt wurde, wie groß der Akku ist und welche Schrauben verwendet wurden. Im Weiteren werden wir auch testen, ob das iPhone tatsächlich einigermaßen spritzwassergeschützt ist oder vielleicht sogar wasserfest. Wir legen jetzt los und wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Okay, so, dann packen wir mal das schöne iPhone aus. So, jetzt testen wir noch kurz, ob die IP67-Zertifizierung hält, was sie verspricht. Dafür werden wir das Telefon einmal kurz ins Wasser legen und danach prüfen wir, ob wir Rückstände im Inneren des Telefons finden. Jetzt legen wir es gleich ins Wasser. Ich schaue nochmal kurz, alles funktioniert, Touchscreen funktioniert. Und dann würde ich sagen, lassen wir es fallen. Noch scheint alles zu funktionieren. So, ich würde sagen, jetzt sind wir auch gleich schon an dem Punkt. Das ist vielleicht die durchschnittliche Dauer des Badewannenaufenthalts. Dann nehmen wir es wieder raus. Oh, selbst mit feuchten Händen kann ich das Telefon noch bedienen. Also den ersten Test würde ich sagen, hat es schon mal bestanden. Aber ob es jetzt tatsächlich trocken im Inneren ist, das finden wir gleich heraus. Zunächst muss man, wie bei den Vorgängergenerationen, auch die beiden Pentalobe-Schrauben entfernen. Die befinden sich wieder neben dem Lightning-Konnektor. Und wenn ich da jetzt so hinschaue, fällt natürlich auf, dass die Kopfhörerbuchse fehlt. Früher musste man einfach den Saugnapf anbringen, in der Nähe des Home-Buttons. Und dann die Scheibe ein wenig anheben, mit einem Plektrum unter die Scheibe greifen. So, wie auch beim iPhone 6 führt es hier leider nicht zum Erfolg, da vermutlich das Display wieder verklebt ist. Dann brauchen wir jetzt also einen Heißluftföhn, um den vermutlich hier am äußeren Rand liegenden Klebestreifen zu erwärmen, sodass sich der Kleber besser löst. So, dann das gleiche nochmal. Da komme ich schon ein wenig unter das Display. So, wir sind drin und ich kann definitiv sagen, das ist gut verklebt. Ich erlaube mir mal einen kleinen Blick unter das Display, um zu sehen, ob vielleicht irgendwelche Kabel im Weg sind. So, und jetzt habe ich eben auch schon entdecken können, dass es an dieser Stelle hier am rechten Rand des Telefons Kabel langlaufen. Das ist schon mal sehr ungewöhnlich bzw. einfach neu und da werden wir gleich mehr erfahren. So, sieht also aus, dass die Kabel nicht mehr an der oberen Seite, dort wo die Hörmuschel und die Frontkamera war, langlaufen. Okay, so, ich schaue jetzt nochmal ins Telefon und prüfe mal, ob ich Feuchtigkeitsrückstände sehe. Und da schaue ich mir mal die Stellen an, die dafür am empfindlichsten sind. Aber man muss sagen, man sieht keine Rückstände. Das heißt, dieses 5 bis 10 Sekunden lange Wasserbad hat dem Telefon nichts antun können. Also, ich denke, Wasserschäden werden nicht mehr das Problem des iPhone 7 sein. So, jetzt werfen wir auch mal noch einen genauen Blick auf die Schrauben. Und da stellen wir fest, das sind keine Philips-Schrauben mehr. Sogenannte Tri-Wing-Schrauben. Da will es Apple wohl wieder den Leuten schwerer machen, das Display selber zu tauschen. Da braucht man also noch einen speziellen Schraubendreher. Das ist jetzt neben den Pentalobe-Schrauben, die hier an der Buchse waren, ein zweites Hindernis. So, dann würde ich sagen, trennen wir als erstes das vermeintliche Display-Kabel. So, dann nehmen wir mal das Blech runter. So, unter dem Blech sehen wir nun den Anschluss für den Akku und hier Anschlüsse für das Display. Hier der vermeintliche Anschluss für den Lightning-Konnektor. Wir trennen als erstes mal den Akku. Sind wir auch quasi, was Kurzschlüsse betrifft, auf der sicheren Seite. Und jetzt, um das Display abheben zu können, werde ich auch noch die Abdeckung der Kamera entfernen. Die wiederum ist mit Philips-Schrauben geschützt. So, und dann würde ich sagen, trennen wir alle Stecker. So,
So, dann nehmen wir das Display mal zur Seite und dann beschäftigen wir uns mal weiter mit dem Inneren des Telefons. So, was fällt auf? Die Kopfhörerbuchse fehlt. Der Platz, der dadurch entstanden ist, wird durch irgendwas anderes in Anspruch genommen. Daneben die Taptic Engine, die ist nochmal deutlich größer geworden. Leider führt es natürlich dazu, dass mehr Platz für den Akku fehlt. Also das wäre die Taptic Engine so klein gewesen wie im iPhone 6s, hätte man durchaus den Akku noch weiter vergrößern können. So, dann entfernen wir jetzt die Taptic Engine. Die ist mit 3 Phillips-Schrauben und wie ich schon mit dem Schraubendreher ein bisschen festgestellt habe, auch magnetisch. Und hier sieht man, die ist hier befestigt. Das ist jetzt also auch neu, dass die Taptic Engine am Lightning-Connector verbunden ist. Das war beim iPhone 6s nicht der Fall. Dort ließ sich das ein bisschen einfacher lösen. Am Akku gibt es erstmal wenig Neues. Der muss einfach verklebt sein, soll sich nicht bewegen, wenig Spiel haben. Ist wieder mit den 2 Power Stripes befestigt, die man seitlich abziehen kann. Und dann lässt sich der Akku auch ziemlich einfach lösen. Sieht aus wie in den Vorgängermodellen auch. Also hier keine große Überraschung, außer dass er ein bisschen leistungsstärker ist. Bauen wir als nächstes den Lautsprecher aus. Hier hat sich auch erstmal auf Anhieb wenig verändert. Lautsprecherform ist ähnlich, ist mit Schrauben befestigt und wir werden mal schauen, ob es ausreicht, die 4 Schrauben zu entfernen. Und da haben wir auch schon den Lautsprecher ausgebaut. Wenn wir uns den Lightning-Connector anschauen, sehen wir, dass die Kabelführung hier unter das Logic Board führt. Das heißt, das ist vermutlich der Stecker für den Lightning-Connector. Diesen können wir jetzt nicht ausbauen, da wir zunächst das Logic Board ausbauen müssen. Das ist für die Reparierbarkeit eigentlich ein Rückschritt, insbesondere da die Buchse, der Lightning-Connector, auch häufiger beansprucht wird, aufgrund dessen, dass der Audio-Jack bzw. die Kopfhörerbuchse wegfällt. Dann nehmen wir jetzt als nächstes die EyeSight-Kamera mit dem optischen Bildstabilisator heraus. Und man sieht eben im Vergleich zum Vorgängermodell die Kamera insgesamt ein bisschen größer, ein bisschen massiver. Das liegt eben unter anderem auch an dem optischen Bildstabilisator. So, wir halten uns einfach so ein bisschen an den Ablauf der vorherigen Teardowns aus den vergangenen Jahren. Heißt, dass wir das Logic Board jetzt ausbauen werden und dafür müssen wir auch hier an dieser Stelle zunächst die Lautstärkekabel und den Mute-Schalterkabel lösen und dann trennen. Und hier vermutlich das WLAN-Antennenmodul entfernen. In der Zwischenzeit gönne ich mir mal ein bisschen Druckluft. So, und jetzt müssen wir schauen, was schrauben wir noch alles heraus. So, das Wichtige ist natürlich jetzt auch für mich, mit den Schrauben nicht durcheinander zu kommen. Wir wollen es schließlich auch wieder zusammenbauen und nutzen. So, da haben wir das Logic Board ausgebaut und wie wir vorhin angenommen haben, verläuft das Kabel oder das Flachbandkabel des Lightning-Connectors tatsächlich unter dem Logic Board und wird an dieser Stelle mit dem Board verbunden. Hier sind jetzt noch 3 Schrauben, die lösen wir und dann können wir das Lightning-Kabel vorsichtig abziehen. Deutlich sichtbar eben, hier fehlt der Audio-Jack. Dafür haben wir diesen schönen Stecker für die Taptic Engine. So, jetzt knüpfen wir uns die Hörmuschel bzw. den vermeintlichen Lautsprecher vor. Im ersten Eindruck sieht es so aus, als haben sie die Hörmuschel einfach Lautsprecher genannt und dann irgendwie einen Stereo-Sound draus gebastelt, denn deutlich größer ist sie nicht geworden. So, da ist das gute Stück. Fühlt sich ein bisschen schwerer an und ist ein bisschen größer. Und ob das dann den satten Stereo-Sound bietet, das können wir jetzt noch nicht sagen, aber wir sind gespannt. So, dann knüpfen wir uns jetzt den Home-Button vor und hier sehen wir schon mal optisch eine Veränderung. Das will ich jetzt erstmal gar nicht zu weit abheben, da möchte ich nichts beschädigen. Wir nehmen als nächstes einfach mal die LCD-Rückplatte ab und schauen, ob wir darunter noch Anhaltspunkte für die Verkabelung finden. Von hier sehe ich es besser, auch wieder Triebwinkelschrauben. Sieht so aus, als hätten wir alle Schrauben entfernt. Nehmen wir mal die Platte ab und da sehen wir auch, jetzt habe ich sie getrennt, hier einmal der Stecker für den Homebutton. So, also der Homebutton wird durch die Front herausgeschoben, denn er ließ sich hier nicht rausziehen. Das ist der Homebutton, sieht anders aus, kein mechanischer Druckpunkt mehr,
sondern alles kapazitiv. Okay, das war's jetzt mit dem Teardown. Folgende Punkte halte ich nochmal fest. IP67, super Sache. Unser kleiner Test im Wasserbad konnte das Telefon nichts antun. Im Inneren haben wir keine Feuchtigkeit feststellen können. Dann gibt's noch die neuen Tri-Wing-Schrauben, die im Inneren des Gehäuses verwendet werden. Das finden wir ziemlich ärgerlich, da die Reparatur für insbesondere Hobbybastler erschwert wird, die solch einen Schraubenzieher womöglich nicht in ihrem Repertoire haben. Der zusätzliche Platz, den die fehlende Kopfhörerbuchse im Geräteinneren hinterlassen hat, wird unserer Meinung nach nicht sinnvoll genutzt. Da hätte man vielleicht einen größeren Akku verbauen können, um so einfach die Leistungsfähigkeit des Telefons zu erhöhen. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant. Anregungen nehmen wir gerne entgegen. Anleitungen für dieses iPhone 7 folgen in Kürze.